bin mal gespannt. Also morgen starten wir hier in München und fahren dann raus. Es wird bestimmt gut. Ich freue mich natürlich sehr. Die Erwartungen sind eine schöne Fahrt, gutes Essen. Eine entspannte Urlaubstour, also keine Rennerei, sondern ein bisschen Gemeinsames mit Freunden verbringen. Schöne Fahrten, schöne gemeinsame Abende, gutes Essen, nette Leute, ja, und viel Spaß. Herzlich willkommen, schön, dass alle da sind bei unserer ersten Passion Tour, die wir in diesem Jahr machen, für unsere Freunde und Gäste aus dem Porsche Sports Cup und aus dem Carrera Cup. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Die meisten, die hier in der Runde sitzen, kennen uns von der Rennstrecke. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich müssten wir mal in der Runde, einer netten Runde zusammenkommen und einfach ganz entspannt das Thema Auto und Leidenschaft und die Passion für das Thema Auto gemeinsam mal zelebrieren. Das haben wir in Italien im letzten Jahr in Monza die Idee geboren, dass wir das nächste Jahr nach Italien gehen, dass wir nicht in den Flieger steigen und uns am Flughafen in Bologna treffen, sondern dass wir in die Autos steigen und diese sehr schöne Reise, und dann ist wirklich der Weg das Ziel, das gemeinsam machen. Von daher nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Also ich bin ein absoluter Fan von so Geschichten und ich sag mal, die Tour von hier nach Italien, die wird bestimmt der Hammer. Meran, wunderschön, da werden wir, denke ich, ein paar schöne Straßen unter die Räder nehmen. Am Rechensee und hinter uns ist das, was noch übrig geblieben ist von dem Dorf, was hier mal war, also die Kirche. Und wir schauen uns das jetzt ein bisschen an und fahren dann gleich auch wieder weiter. Wir fahren Richtung Meran und dann essen wir was Schönes, sind dann wieder gestärkt, um dann wieder ein bisschen weiter zu fahren. Hoffentlich hat Rui uns da die richtigen Straßen ausgesucht. Selbstverständlich. Bis jetzt waren nur Traktoren unterwegs. Ich glaube, er hat die extra gemietet für heute, damit es nicht zu schnell geht. Aber alles gut. Mittagessen war sensationell. Wir haben dann Braten gehabt, Kalbsbraten, glaube ich. Der war wirklich unglaublich gut. Eine wunderschöne Location in einem ganz kleinen Dorf in Glurnz. Das war, glaube ich, mein Highlight. Und ja, Stilfser Joch hoch und über den Umbreil runter. Das macht immer Spaß mit deinem Porsche. Also für mich ist das wirklich so eine Suche nach dem Flow. Da gehst du aus allem raus, du schaltest vollkommen ab
und die Mechanik vom Fahrzeug dann vor so einer Kurve zu erleben und dann versuchen, in so einen Schwung zu versetzen, dass nichts eckig ist, sondern dass alles einen Fluss ergibt in der Kurve. Kupplung, Gas, Bremse. Und das ist dann der besondere Moment, wo man so merkt, jetzt läuft's. Und dann kommt die nächste Kurve und die nächste Kurve. Ja, und das gibt einem ein ganz tolles Gefühl. Oben auf dem Stelvio, das ist also aus meiner Sicht immer ein besonderes Erlebnis, wenn man eins unserer Fahrzeuge so einen Pass nach oben bewegen kann, dann merkt man, genau dafür ist ein Porsche gebaut. Leicht, dynamisch und tanzt geradezu um die Kurve. Das Hotel ist wunderschön hier beim Hanswirt. Wir haben ein wunderschönes Zimmer. Wie man da rundherum sieht, eine wunderschöne Location, ein sehr guter Apéro. Es ist halt einfach schön, auch mit den anderen Jungs mal neben der Rennstrecke ein bisschen Zeit zu verbringen, weil auf der Rennstrecke hast du einfach eben diese Zeit nicht. Und wir haben ja wirklich alles dabei, ne? Also wir haben 3,2 Liter Carrera, Turbo Locabrio, wir haben den neuen GT3 dabei als Touring. Und das ist schon einfach eine Mega-Kombo und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Today it's an amazing day. You see the weather is beautiful and there is a very nice road in Alp mountains. This is the dream for everyone to drive here. Yeah, I order ice cream and cappuccino because we are in Italiano. Ich fahre hier mit einem G-Modell. Das ist ein 3,0 Liter SC. Und das ist so ein bisschen das Projektauto von meinem Dad und mir. Das Wetter ist super, es war jetzt ein bisschen Verkehr am Vormittag, aber ich finde, wir haben das Beste draus gemacht. Und LKW-Fahrer waren super hilfsbereit, sind immer zur Seite gefahren, haben uns vorbeigelassen.
Und ja, mega Experience insgesamt. Und ja, ich freue mich jetzt gleich weiterzufahren, auf jeden Fall. Wir sind hier unterwegs auf einer wunderschönen Passstraße, auf dem Weg nach Imola sozusagen. Auf dem Passo Valparola, kein Verkehr, schöner Asphalt. Den ein oder anderen Fahrradfahrer, der sich hier hochquält. Hochachtung an dieser Stelle. Wir haben es natürlich da ein bisschen leichter mit 480 PS im Rücken. Ist da ein bisschen geschmeidiger. Es macht wirklich viel Spaß, muss ich sagen. Und so reist man natürlich auch gerne an. Also besser geht's eigentlich nicht. Wir sind eine tolle Passstrecke gefahren von Meran hier rüber Richtung Cortina. Super Wetter, super, war ein bisschen Verkehr streckenweise, aber wir haben dann ein bisschen gewartet und Kaffee getrunken. Es war dann auch wieder was frei und Spaß gemacht. Wir sind hier im ganz tollen Restaurant gelandet. Sehr authentisch mit Top-Küche, mit Michelin-Sternen, glaube ich sogar. Und der Ricardo Gaspari heißt der Mensch, hat sensationell gekocht, was ich gar nicht erwartet hätte heute zum Autofahren, so ein kulinarisches Highlight. Das ist ein Auto, das ist von 1995, sie haben das da gekauft. Das ist eines der ersten, das Porsche in der Exklusivabteilung hergestellt hat. Das kann man vielleicht auch innen sehen. Es ist ein Motor mit 272 PS, 27 Jahre alt und funktioniert tadellos. Ich hoffe nur, dass es sich so lange behalten kann. Wir sind hier gerade am Gardasee mit einigen unserer Fahrer und Teamchefs vom Porsche Car Cup Deutschland. Die Autos sind wunderbar, wir haben eine tolle Strecke, tolle Hotels, tolle Restaurants. Am Ende geht es aber darum, dass wir mit allen eine Leidenschaft teilen. Und das ist das Thema Reisen mit Porsche Fahrzeugen. Macht allen Spaß, das teilen wir. Wir wollten den Teilnehmern natürlich die Chance geben, möglichst viel auf der Tour zu erleben, aber auch die Zeit zu haben, einfach bei einem Espresso oder abends mal bei einem Glas Wein sich schön auszutauschen. Heute war es schon sehr spannend. Wir sind über einen Pass gefahren und über sehr, sehr schöne Straßen und Gegenden und sind jetzt hier stehen geblieben am Gardasee, um was Gutes zu essen. Und jetzt geht es aber schon weiter. Wo geht's hin? Ja, jetzt geht's nach Bologna, also nicht weit von Imola.
Ja, den ersten Abend kam der Hurui an und hat gesagt, die wollen zum Sonnenaufgang auf den Shelvio fahren. Ich habe kurz überlegt, weil wir saßen wirklich nett zusammen, aber ich habe gedacht, die Gelegenheit, die hat man womöglich nur einmal. Ich habe mir einen Wecker gestellt und bin aufgestanden und habe eigentlich dann nur gedacht, ich meine, ich bin keine 20 mehr. Und dann ja, ging der Wecker um 3 Uhr, 3.30 Uhr war Abfahrt und wir sind mit 3 schönen Autos da den Pass wirklich alleine hochgefahren. Wieder hingelegt, habe denen geschrieben, dass ich nicht mitfahre. Ja, wir standen da, man konnte die Sonne schon so ganz eben erahnen, wie sie aufgeht wirklich, haben die Autos schön positioniert und haben letztendlich gewartet. Ich habe die Fotos in der Früh gesehen und habe mir gedacht, so, warum hast du das nicht gemacht? Eine sensationelle Atmosphäre, die Sonne ist aufgegangen. Man war alleine für sich letztendlich mit coolen Leuten. Es hat richtig Spaß gemacht. Jeder, der von uns in der Crew auch dabei stand, hat gemerkt, es war wirklich schön und es hat sich gelohnt, die Nummer. Ja, für mich war, nein, es gab so viele Highlights. Ja, die letzten Tage, die waren wirklich schön. Also wir hatten jeden Abend schöne Abende, haben gut gegessen. Und das Highlight waren natürlich die einzelnen Pässe, die wirklich super gut zusammengestellt haben. Also insgesamt ist es wirklich eine tolle Tour, tolles Wetter, tolle Leute. Es macht alles super Spaß. Man hat die Zeit sehr genossen. Es war wirklich so eine gute Pause vom Alltag. Und gerade weil auch ein paar Rennfahrer mit dabei waren, da dann mal die Ideallinien hinterher zu fahren und so, es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Die Fahrt zum Gardasee rüber war perfekt. Hat richtig nochmal richtig Spaß gemacht, die Strecke war hervorragend. Und jetzt hier die Ankunft hier in der Stadt, jetzt ist wunderschön hier. Und ich fand es auch schön irgendwie, dass die ganzen Leute mitgefahren sind. Ich finde, es hat so diese ganze Gruppe und auch diese ganzen Teams irgendwie so viel näher zusammengebracht. Und auch, dass da Leute irgendwie auch so, das sind ja auch Leute bei uns aus dem Sportscup irgendwie mitgefahren. Und die Ismänner, und ich fand das so nett, dass die da dabei sind. Und das war echt toll. Das waren super Hotels, das waren unfassbar schöne Strecken. Und die Leute haben das bestimmt total genossen. Also es war echt toll. Das Autofahren an sich kombiniert mit diesen Landschaften, also mit diesen ganzen Pässen, wo wir gefahren sind, mit dem Ambiente, das heißt auch mit den Leuten, die mitgefahren sind, es war schon extra, also war schon cool.
a total package. Here's the photo finish, snap a photograph. If I'd have told it back when I'd have noticed that could been a total rap, I had to hold it back and let it. Figured all the bullshit out, I'm running home and spend the evening on the couch. I'm even eating better, need a vino that is soaking. I could leave my phone around, I wrote an album out of all the emo feeling. Found a better spot to lay my head, I'm feeling elevated. Healing, random people talk to me, it's Helen Keller. I don't ever hear them, I don't never ever let a hater get me. I don't give a shit about it, barely met me many times before. But time it wasn't mine or yours, it's mine, the drama's over. I was sure about it, out in ocean liners, out of all the finest, all the art that I did caught my eye where I'm in.